herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Level Up mit der Nurse. Ja, mit der Nurse. Die Nurse kommt gerade ein kleines bisschen häufiger. Wir hatten ja lange genug Trapper, sag ich mal. Ja, ich würde gerne zumindest mal so lange Nurse spielen, bis ich Level... bis ich Level 5 bin, damit ich nämlich das graue Addon benutzen kann. Was für mich sehr gut ist. Sprint Boost. Alter, was? Da hat er nicht mit gerechnet. Ich habe mich eigentlich verportet. Um ganz ehrlich zu sein. Er heult auf jeden Fall. Er hat aufgehört zu sabotieren. Jetzt gilt's bloß, ihn hier in den Haken ranzukriegen. Komm, komm, komm. Oh. Gott sei Dank. Ich glaube nur, weil der Typ aufgehört hat zu wickeln. Kurzzeitig. Ich glaube nur deshalb. Ah, da, guck mal. Zweiter Haken. Ja. Hinterkopf ist mir klar. Sorry, wenn ich vielleicht nicht so viel sagen sollte. Ich bin Heavy Concentration. Sehr schön. Sehr schön. Die sind ein bisschen aggressive unterwegs. Die Strike kann er nicht haben. Ja, verdammt reflektiert, ne? Er hat geteabaggt, also kriegt er auf die Fresse. Ach, guck mal. Hä? So, pass mal auf, my friend. Ups. Nee, komm. Der Typ muss jetzt dran glauben. Der war toxisch. Ach so, hä? Warum ist der auf einmal schneller geworden? Habt ihr das gesehen? Ob der...
Er hat den dies zwar. Ah nee, Quatsch, er hat ja vorhin, stimmt ja. Du kommst hier nicht weg, mein Freund. Alter, ne? Ja, sabotier halt, Alter. Ja, ja. Er wollte ja auf die Fresse. Also kriegt er auch auf die Fresse. Bei mir hätte das immer drauf geballert. Hier ist ein Verletzter. Hier ist ein Verletzter. Hier ist der Verletzte. Alter! Frag mich halt echt. Frag mich halt echt, wie die Nurse-Spieler, ne? Was? Was, Alter? Hä? Na, Ash. So, bevor der hier Mucke macht. Den kriegt er relativ schnell hochgeheilt jetzt. Der wird sich schon voll oder fast voll recovered haben. So. Das Ding ist, ich hatte auch noch Glück. Ach so. Ah, okay. Alles klar, gut. Machen wir. Zweimal flink. Krass. Guck mal, wie sie geiern, Alter. Wie sie geiern, die Pisser. Wie sie am Geiern sind. Der andere, der läuft nur, oder? Er macht gerade... Er wird sich riskieren. Alter, die riskieren alles, ne? Pass auf, Bro. Wo ist er? Ash, der kleine Spast. Da ist er. Junge, und wenn ich die anderen verbluten lasse, ey, das ist mir scheiß. Ja, ja, ja. Sehr gut. Keller, bitte lass hier der Keller sein. Oh. Oh.
Ach ja, ach ja, hatten wir schon lang nicht mehr. Hatten wir schon lang nicht mehr, dass da jemand vom Haken springt. Oh, ey, Alter, ich halt, Alter, ich halt, oh. Ey, Junge, ne? Ey, Junge, es ist, oh. Oh, ey. Oh, Junge, ey. Ich darf die jetzt nicht mehr wegkommen lassen, hilft nichts, sorry. Ich kann, es ist, oh. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Der ist wieder auf Null. Alter. Ey, das ist... Junge, mir braucht keiner erzählen, dass das nur 4% sind. Juckt mir sogar die Nase vor lauter Wut. Ach. Ob wir da hochkommen? Na, Davy Dave. Hat nicht gezündet, okay. Hä? Alter, da hat er mich aber ausgetrickst mit der Sichtlinie. Da hat er mich aber ausgetrickst. Überleg mal, der Gen war gerade aus. Der Gen war aus. Der Gen war auf Null. Auf einmal ist der an. Ich muss mal gucken in der Aufnahme, wie weit das, wie lang das gedauert hat. Ich muss mal gucken in der Aufnahme gleich, wie lang das gedauert hat. Seit dem Punkt, wo ich am Gen vorbeigeschaut habe und dann, als ich den Gen. Also jetzt, wo er jetzt angegangen ist. Das ist jetzt. Ja. Das wäre jetzt interessant. Das war sowieso so eine ganz seriöse, unseriöse Gruppe. Der runterspringt. Sag mal, wurde der gerettet, Alter? Der war hier. Jetzt mal ohne... Scheiß! Wo kommt der her? Der war doch eben noch am Gen, Junge. Der war doch eben noch am Gen. Der war eben noch am Gen. Der Gen ist doch eben erst angegangen. Wo kommt der her? Und vor allem, ich habe alles ja im Blick gehabt, glaube ich zumindest. Hoffe ich irgendwie. Gut, den kriege ich nicht in den Keller. Ah, hier ist ein Haken. Das da ist...
Das da ist unfassbar. Wo ist er? Wo ist er? Der Ash stirbt für Dave. Interessant. Camper! Schnauze. So. Einige Ports waren ja gar nicht so schön. Übrigens. Bullshit, Alter. No. Die Gens sind natürlich so schnell. Ist absolut balanced, Alter. Und ich hatte den auch gecheckt. Die wollen mir nicht erzählen, dass sie die Werkzeugkisten aufgehoben haben. Bis zu diesem Zeitpunkt. Natürlich. Es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Er hat geteabaggt. Nur mal so zur Info. Er hat geteabaggt zu Anfang. Nee, du kriegst mich nicht. So, also brauchen wir gar nicht viel reden. Ihr habt alles gesehen. Diesbezüglich haben wir Schwein gehabt. Wir sind nicht auf The Game gelandet. Da haben wir mega Schwein gehabt. Gut. Ich würde sagen, auf zur nächsten Runde. Du bist immer noch da? Dann siehst du jetzt, wie wir richtig auf die Fresse kriegen. Auf The Game. Wie auf The Game auf die Fresse kriegen. Hör nix. Na? Flink. Er ist nicht drauf reingefallen. Der noch durchgegangen ist. Das war Glück. Das war... Hier hinten steht immer ein Haken. Guck dir das mal an. Wenn der Haken hier weg ist, heißt das vorbei. Oh, was? Meine Wichsgriffel, Alter. Oh.
verlierst die Penner halt leicht aus den Augen, ne? Problem ist, ich kriege die halt hier nicht in den Keller. Keller ist hier hinten eigentlich tot. Guck mal, hier rennst du auch bis zum... Ich weiß nicht, haben die Hakenspawns irgendwie angepasst? Das beobachte ich schon in den ganzen letzten Folgen. Das beobachte ich in den ganzen... Das beobachte ich in den ganzen letzten Folgen, dass die... Brauch halt nur rumlaufen. Naja, ein paar Pünktchen kriegen wir ja. Ein paar Pünktchen kriegen wir ja. Ein paar Pünktchen kriegen wir ja. Aber das hier, das... Auf dieser Map... Viele sagen, ich verstehe gar nicht warum. Viele sagen, dass das hier eine absolute Nurse-Map ist. Dass das hier eine absolute Nurse-Map ist. Aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum das eine absolute Nurse-Map sein soll. Ist mir absolut schleierhaft. Das soll mir mal jemand in die Kommentare schreiben, bitte. Warum das hier eine Nurse-Map ist. Das ist mir echt schleierhaft. Das ist mir wirklich schleierhaft. So. Flink ausschalten. Der Typ hat nämlich Flink. Da schalten wir auch mal Flink aus. Mit dir. Flink ausgeschaltet. Das müssen wir verhindern. Oh, diese schnelle Scheiße, ne? Zurück. Ach so! So, Vittorio ist... Guck mal, hier ist bloß... Doch nicht bloß ein Haken. So. Das Tor lassen wir mal schön auf. Die haben halt safe einen Gen ready. Haben die mit Sicherheit. So.
mal. Die ist tot. Theoretisch. So. Der Typ wird... Ja, morgen auch noch. Alter! Der ist halt auch tot, ne? Flink ausschalten. Schwein gehabt, dass das so noch hat funktioniert. Zwei Kills auf der Map. Bin ich vollkommen zufrieden mit. Guck mal, du kommst gar nicht hoch, Alter. Das ist ja auch Schrott, ne? Naja, egal. Wir sehen uns auf jeden Fall beide oder hören uns bei der Auswertung. Tschüss. Ja, hallo, und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Huch, jetzt habe ich mich verdrückt. 40.700. Lasst euch bitte nicht täuschen von dem, was als Gesamterfahrungspunkte oben links in der Anzeige steht. Ich halte mich an das, also für mich ist maßgeblich das, was bei mir in der Bearbeitungsliste für Events stehen. So, jetzt zum Beispiel sind in der Anzeige oben links 1000 Punkte mehr gewesen, als ich hier im Prinzip jetzt herausbekommen habe für die heutige Folge. Also habe ich mich natürlich hier an diesen Werten orientiert, die halt in meiner Bearbeitungsliste drin stehen. Und nicht an der Differenz im Prinzip, die vom Anfang der Runde und dem Ende der Runde entsteht. Nur nochmal zum Verständnis, nicht, dass es da zu Missverständnissen kommt. So, jetzt habe ich das aber, glaube ich, genug gesagt. Ja, die Runde, das waren zwei Runden. Die erste war ganz schön lange, das haben die ein bisschen in die Länge gezogen. Für zwei Runden ist das doch gar nicht so verkehrt. Wenn man jetzt einfach mal, sag ich mal, dieses Ergebnis jetzt von der jetzt letzten Runde auf eine dritte Runde nochmal ummünzt, dann landen wir irgendwo vielleicht bei Mitte 50, im besten Fall in die 60.000. Warum nicht? Wir sind mittlerweile Level 4, wir haben einen ganz guten Levelschnitt, sag ich mal, mit der Nurse. Ja, super. Freut mich auf jeden Fall. Wir sind nicht so weit weg. Wir sind nicht so weit weg vom Level 5. Das werden wir in der nächsten Level-Up-Runde mit der Nurse, wenn wir die denn spielen, werden wir das auf jeden Fall schaffen. Da bin ich der festen Überzeugung. Und ja, denkt nochmal dran. Ich werde da in Zukunft ein bisschen häufiger darauf hinweisen. Die Umfrage wird ein bisschen länger laufen. Umfrage auf meinem oder im Community-Tab meines Kanals. Stimmt mit ab, welche Reihe ich als nächstes Let's Playen soll nach Resident Evil. Denn dort startet ja jetzt demnächst in einer Woche, startet Resident Evil 6. Eine zusammenhängende Geschichte der beiden Szenarien von Leon und Ada. Nicht hintereinander gespielt, sondern, filmreif zusammengeschnitten, zusammengespielt, also... Ihr könnt gespannt sein, wie ich das gemacht habe. Es hat eine Menge Arbeit gekostet. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut hinbekommen, um es irgendwie verständlich und dennoch ja, filmreif zu inszenieren. Vergewissert euch selber. Schaut mir dabei zu, wie ich Leon und Aidan spiele, wie ich die Geschichte vorantreibe. Wir beenden jetzt heute hier Level Up. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt dran, Feedback ist immer gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Overplayed and out.
Tschüss.